Das Tor der Illusion. Es war bereits dunkel, als Zeggy die Augen öffnete. Er hob seinen Kopf ein Stück, um nach Lombus zu schauen und stellte fest, dass dieser nicht mehr in seinem Bett lag, was Zeggy nicht verwunderte, da er abends eigentlich immer unterwegs war. Wahrscheinlich befand er sich gerade wieder bei den Aufräumarbeiten, um die Trümmer der Schlacht endlich zu beseitigen. Zeggy stand auf und verließ Lombus Raum, um in den Hörsaal zu gehen. Als er den durch Magie erhellten Hörsaal erreichte, stellte er fest, dass er diesmal nicht alleine war. Ein jugendlicher Junge mit roten Haaren befand sich auf einer der oberen Bänke und übte gerade den Illusionszauber, und Zeggy beschloss, ihn dabei zu beobachten. Es dauerte einige Minuten, ehe sich vor dem Jungen etwas zu materialisieren schien, doch es war deutlich größer als ein Knieschi. Nach etwa 5 Minuten hatten sich die Masse zu einem Wasserelementar verdichtet, das mit seinem kugelförmigen Körper und den 2 ausgestreckten, zylinderförmigen Armen die, wie der Körper, im ständigen Fließen des Wassers zugleich anmutig und formschön, als auch stark und weich anmuteten, mitten im Raum stand und etwa so groß wie Zeggy war. Zeggy trat wissbegierig hervor und sprach zu dem Jungen: Hallo, mein Name ist Zeggy und wer bist du? Der Junge blieb konzentriert und blickte Zeggy an. Ich heiße Zertro, was willst du? Ich finde es beeindruckend, wie du dieses Wesen geformt hast. Wie hast du das denn gemacht? Der Junge schaute verwundert und antwortete spöttisch: Kennst du den Illusionszauber nicht? Das ist ein grundlegender Zauber, den man relativ früh lernt. Der Junge musterte Zeggy und sprach dann: Deine Kleidung ist nicht typisch für Illusionisten. Wie war gleich nochmal dein Name? Ich heiße Zeggy und ich bin erst seit einigen Tagen hier in Erastu. Der Junge grinste leicht. Ah, jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist ein Narr. Das Grinsen hatte sich in Verachtung verwandelt. Zeggy fühlte sich angegriffen und antwortete deswegen energisch, aber dennoch freundlich: Aber wieso sagst du das? Ich bin vielleicht nicht so gut wie du, aber ich bin ja auch noch ein Neuling. Hör zu, Dieb! Ich weiß nicht, wieso der Erzkanzler dir vertraut und warum er so nett zu dir ist. Wenn es nach mir ginge, so hätte ich dich schon längst einsperren lassen. Du hast viele von meinen Freunden auf dem Gewissen. Zeggy erwiderte den Blick des Jungen, der Verachtung und Hass ausstrahlte. Ich? Was habe ich denn getan? Du hast den Lord auf uns gehetzt! Dem kann man grundsätzlich nicht trauen! Erstens, ich habe niemanden auf euch gehetzt. Zweitens, ich bin ein Shadow, kein Dieb. Und drittens, ihr habt alle ein verklärtes Bild von Shadows. Wir Shadows haben auch Ehre. Zudem spielt es keine Rolle, welcher Gruppe, Organisation oder was auch immer man angehört. Man kann trotzdem gut sein. Schwache Worte eines schwachen Diebes. Ich warne dich, halte dich zurück. Sonst was? Willst du mich dann eliminieren, so wie du meine Freunde eliminiert hast? Als wenn du das könntest. Deine magischen Fähigkeiten sind zu begrenzt. Ihr Shadows seid alleine doch schwach. Zeggy holte kurz Luft und fasste sich. Wie ich bereits sagte, Gut und Böse sind Eigenschaften eines Menschen, nicht einer Gruppe. Du prangerst mich als den Bösen an, doch selbst bist du voller Hass. Würde ich dich töten, müsste ich gefeiert werden, weil dies ein Sieg für das Gute darstellen würde. Jetzt reicht's, du bist dran! Zetro schickte das Wasserelementar mit einer schwingenden Bewegung seiner Hand los, welches einen Satz Richtung Zeggy sprang. Dieser jedoch rollte sich weg und rannte aus dem Hörsaal heraus und die Treppe herunter. Das Wasserelementar folgte ihm bis zu der Treppe, dann blieb es stehen. Scheinbar war Zetro nicht erfahren genug, um das Wasserelementar außerhalb seiner Sichtweite zu bewegen. Zeggy erreichte das Ende der Treppe und lehnte sich an ihre Außenseite an und sprach den Chamäleonzauber, sodass der Stier dort sofort anglich. Kurz darauf kam das Wasserelementar herunter, dicht gefolgt von seinem Beherrscher. Er schickte es zu dem Durchgang, der zum Großteil von den Trümmern beseitigt war. Dann rief er in den Raum: Ihr seid nichts weiter als Feiglinge! Ihr flieht, sobald es brenzlig für euch wird! Dann stieg er die Treppe hinab. Als er ihr Ende erreichte und ein paar Schritte Richtung Gang gemacht hatte, trat Zeggy hervor, schlug von hinten seinen Arm um Zetros Hals, während er ihn mit einem Tritt in die Kniekehle auf die Knie zwang. Sofort verschwand das Wasserelementar und Zetro japste nach Luft, während Zeggy sprach: Eines vergisst du, arroganter Zauberer. Wer jetzt flieht, kann später kämpfen. Es ist durchaus nichts Unehrenhaftes daran, einer drohenden Gefahr zu entfliehen, statt sich auf jede Prügelei einzulassen, nur um sich selbst zu beweisen. Wäre ich so wie du, dann würde ich dich jetzt fertig machen. Zeggy ließ ihn los und er musste erst einmal wieder Luft schnappen. Währenddessen lief Zeggy an ihm vorbei in Richtung Durchgang und sprach: Wie gut für dich, dass ich nicht so bin. Geh mir bitte in Zukunft aus dem Weg oder zivilisiere dich. Ich bin nicht schuld an deinen Hass. Mit diesen Worten erreichte Zeggy den Gang und er sah, dass die Aufräumarbeiten gut voranliefen.
In etwa 12 Meter Entfernung sah er Lompus, der eine Gruppe Illusionisten Anweisungen erteilte. Seki lief zu ihm und sprach: Lompus, kann ich euch sprechen? Lompus drehte sich erschrocken um und sprach: Ach Seki, du bist es. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Hat das nicht Zeit? Nein, eigentlich nicht. Er machte ein trauriges Gesicht und Lompus sprach: Jetzt lass den Kopf nicht hängen. Sag mir bitte nur kurz, um was es geht. Sekis Miene hatte sich etwas gehellt. Gerade eben hat ein Schüler mit mir Streit angefangen. Ich weiß es nicht genau, aber er wollte mich verprügeln, vielleicht sogar töten. Ich habe Angst. Lompus' Augen weiteten sich vor unangenehmer Überraschung und für einen Moment herrschte Stille, in der sich die Blicke von Lompus und Seki wie in Trance trafen. Ehe Lompus kurz Luft holte und sprach: Das ist beunruhigend. Allerdings siehst du mir nicht verletzt aus. Er hat ja auch verloren, aber... Aber? Aber die Ungewissheit und Angst ist in mir. Seki, wie viel Magie hast du angewendet, um ihn zu besiegen? Keine, ich habe ihn an der Treppe aufgelauert und ihn in einen Würgegriff genommen, aber ich habe ihn unbeschadet entkommen lassen. Wollen wir ihn uns einmal schnell anschauen? Es geht nicht darum, wer es war oder was er versucht hat, mir anzutun, sondern der Grund weswegen, weil ich ein Shadow bin. Ich sehe, das wird eine ausführliche Diskussion. Geh jetzt bitte in meinen Raum und bleibe dort, da bist du sicher. Ich folge, sobald ich hier noch ein paar Kleinigkeiten geregelt habe, dann können wir reden. Seki schaut etwas traurig, aber dennoch hoffnungsvoll und sprach mit leiser Stimme: Beeilt euch bitte, ja? Versprochen. Dann legte Lompus seine Hand kurz auf Sekis Schulter, ehe er sich umdrehte und wieder Anweisungen gab. Seki hingegen blieb noch eine Weile stehen, ehe er sich umdrehte und langsam Schrittes zur Eingangshalle lief. Als er sie erreichte, stellte er fest, dass der Zauberer, der ihn bedroht hatte, verschwunden war. Doch dies verwunderte Seki nicht, da er damit gerechnet hatte, dass er versuchen würde, sich schnell aus dem Staub zu machen, um Ärger und eine erneute Begegnung zu umgehen. Trotzdem blieb Seki wachsam, als er die Treppe hinauf an den Hörsaal vorbei zu Lompus Raum lief. Als Seki diesen erreicht und betreten hatte, war es ihm, wie als würde ein Stein vom Herzen fallen und mit ihm die Ängste. Hier war er sicher, hier konnte ihm nichts passieren. Es dauerte jedoch noch einige Minuten, ehe Seki den Vorfall verdrängt und sich wieder gefasst hatte, da er mit einer solchen Attacke nicht gerechnet hatte. Als die Aufregung aus seinem Herzen verflogen war, beschloss Seki, die Wartezeit, bis Lompus kommen würde, mit Üben zu verbringen. Er überlegte, welchen Zauber er dieses Mal üben könnte und beschloss, sich dem Illusionszauber zu widmen. Doch dieses Mal wollte er kein kleines Knischi, sondern ein Wasserelementar rufen, da ihn dieses Wesen faszinierte. Seki setzte sich und schloss die Augen, um sich besser zu konzentrieren. Er hatte das genaue Bild dieses Wesens noch vor seinem geistigen Auge, weshalb es für ihn leicht war, sich darauf zu konzentrieren. Trotz diesen Umstandes dauerte es fast 5 Minuten, ehe er es geschafft hatte, das Bild dieses Wesens in seinen Geist Materie annehmen zu lassen. Er spürte durch ein Stechen in seiner Stirn die große Anstrengung, die das Form dieser Illusion zur Folge hatte. Doch er spürte auch, dass es seine Kräfte nicht überforderte, sodass er Illu sprach, woraufhin das Wasserelementar vor ihm erschien. Es erforderte von Seki hohe Konzentration, um das stärker werdende Stechen in seinen Kopf zu ignorieren, um sich auf das Wesen besser zu konzentrieren. Er stellte sich dann vor, wie dieses Wesen sich gemächlich zur Tür hin bewegte, und sofort darauf schritt es tatsächlich dahin. Seki war stolz auf sich. Von alleine hatte er es geschafft, ein Wasserelementar zu rufen und eigenständig zu kontrollieren, und dabei hatte er nur ein leichtes Stechen im Kopf. Dann stellte Seki sich vor, wie dieses Wesen sich in eine Pfütze wandelte und prompt sackte das Elementar in einer Pfütze unter einem lauten Plätschern zu Boden. Jetzt ließ er die Pfütze schnell zur Decke springen, um dort haft zu bleiben. Diese schnelle Bewegung erfüllte Seki mit großer Anstrengung. Auch ehe die Pfütze die Decke erreicht hatte, meldete seine Stirn ein Stechen mit einer so starken Intensität, als wenn jemand eine Nadel durch die Stirn direkt in den Kopf treiben würde. Weshalb Seki mit einem leisen Schmerzensschrei zurückschreckte, woraufhin das Wasserelementar sofort verschwand. Ah! Au! Wow! Das war heftig! Sprach Seki zu sich selbst und setzte sich nieder. Der heftige, geistige Stich schmerzte noch in seinen Kopf, sodass sich einige Minuten ausruhen musste, ehe der Schmerz vergangen war. In dieser Zeit stellte Seki sich die Frage, wieso das Stechen plötzlich so intensiv geworden war, und er vermutete, dass es daran gelegen haben musste, dass diese heftige Bewegung des Wesens eine entsprechend heftige Anforderung an seinen Geist gestellt hatte. Da der Schmerz nun völlig verflogen war und Seki sich noch in der Lage zu zaubern fühlte, begann er erneut sich zu konzentrieren, um ein Wasserelementar mittels des Illusionszaubers zu beschwören. Nach einigen Minuten hatte er erneut ein solches Wesen gerufen und auch das gleiche Stechen in seinen Kopf war wieder aufgetaucht. Da er feststellen wollte, ob seine Schlussfolgerung richtig war,
ließ er das Wasserelementar sich zuerst nur in einem langsamen Schritttempo bewegen und steigerte die Geschwindigkeit allmählich. In langsamem Schritttempo spürte Seki kaum eine Veränderung des Stechens, doch umso schneller die Bewegung des Wesens wurde, desto heftiger wurde auch das Schmerzen. Als Seki das Wesen bei einem Tempo hatte, das etwa doppelt so schnell wie das Schritttempo war, spürte er, dass das Stechen fast unerträglich geworden war. Er biss vor Schmerz die Zähne fest zusammen und auf seiner Stirn erschienen vor Anstrengung Schweißperlen, die seitlich über seine Wange hinunterliefen. Nach einer halben Minute hielt er diesen Schmerz nicht mehr aus, sodass er das Wesen abrupt aufhören ließ, sodass es bewegungslos im Raum stand. Die Intensität des Schmerzes jedoch ließ nicht abrupt nach. Es dauerte einige Minuten, ehe der Schmerz wieder auf das Anfangsniveau zurückgekehrt war. Nun spürte Seki auch die Anstrengungen, die sich durch Kopfschmerzen im Hinterkopf bemerkbar machten, welche noch zusätzlich zu den Stechen in der Stirn schmerzten. Seki überlegte, ob er aufhören sollte, doch er entschied sich, noch eine kleine Weile weiter zu üben. Er strengte sich noch einmal an und ließ das Wasserelementar zu einer Pfütze werden, welche er abermals versuchte an die Decke zu bewegen. Doch dieses Mal war er vorsichtiger, da er es förmlich in Zeitlupe geschehen lassen wollte, um nicht wieder so starke Schmerzen zu erleiden. Es war anmutig und zauberhaft, wie die Pfütze sich langsam zu einem Kegel erhob, allmählich den Kontakt zum Boden verlor, um mitten im Raum in scheinbarer Schwerelosigkeit zu schweben, wie ein Wasserfall, der in Zeitlupe entgegen der Schwerkraft nach oben floss, ohne Anfang oder Ende zu besitzen. Doch Seki musste eine weitere Erkenntnis machen. Nicht nur die Geschwindigkeit der Bewegung, sondern auch die Art der Bewegung schien die Konzentration unterschiedlich stark zu beeinflussen. Denn obwohl das Stechen sich nicht großartig verstärkt hatte, verspürte er nun starke Kopfschmerzen, weshalb Seki von seiner Konzentration abließ, woraufhin das Wasserelementar langsam verschwand. Er setzte sich erneut, um darüber nachzudenken. Was konnte die Ursache dafür sein, dass die nach oben Bewegung weitaus anstrengender war als die seitliche? Konnte es an der Schwerkraft liegen, sodass es sie indirekt überwinden musste, um das Wesen zu heben? In diesem Moment öffnete sich die Tür und Lombus trat ein, welcher die Türe hinter sich schloss und sich dann neben Seki setzte. Lombus blickte Seki an und es war das erste Mal, dass Seki glaubte, eine Emotion in seinen Augen zu erkennen. Es schien eine Art Mitgefühl zu sein, welches dem Blick eine wärmende Wirkung verlieh. So, da bin ich. Jetzt können wir reden. Hast du immer noch Angst? Sprach Lombus. Nicht mehr so sehr. Ich glaube, das war nur der erste Schockmoment gewesen und ich war noch nervös, antwortete Seki. Das kann ich gut verstehen. Er machte eine kleine Sprechpause und blickte von Seki weg Richtung Tür. Doch dann sprach er: Es ist ja nicht alltäglich, dass man angegriffen wird. Eine weitere Sprechpause folgte. Nicht einmal für einen Shadow. Er drehte seinen Kopf und blickte Seki mit einem festen und fordernden Blick an. Nicht wahr? Wir sind keine Krieger. Was wir erreichen, das erreichen wir durch List, Geschick und Tücke. Deswegen sind wir einen direkten Kampf nicht gewohnt, entgegnete Seki. Und genau dieser Ruf ist es, der euch vorauseilt und der die Ursache dafür ist, dass manche euch fürchten und das Böse in euch sehen. Aber wir sind nicht böse, wir sind... Ausgebildete Diebe und Assassinen, Profis in Amtsschleichen, in der Akrobatik und Athletik, lautlos, schnell, überraschend und tödlich. Seki schüttelte seinen Kopf und entgegnete... Nicht die Talente, die man hat, sondern ob und wie man sie einsetzt, gibt Aufschluss darüber, welche Ausrichtung man vertritt. Das sehe ich genauso. Wieso sonst sollte ich dich hier beherbergen? Weshalb sonst würde der Erzkanzler dir vertrauen, trotz der Tatsache, dass du in der Lage bist zu töten? Seki schwieg und Lombus sprach weiter. Diese Meinung zu vertreten erfordert wahrlich viel Weisheit. Eigentlich ist Weisheit, nicht wie der Volksglaube lehrt, keine Eigenschaft, die man nach Alter messen kann, aber der bürgerliche Spruch, dass Weisheit im hohen Alter erst kommt, traf in diesem Fall zu. Wisst ihr, was er mir vorwarf? Lombus schüttelte mit dem Kopf. Er warf mir vor, dass ich schuld am Angriff auf die Universität sei, da der Lord mich beseitigen wollte. Seki, darüber haben wir bereits gesprochen. Ich sage es dir jetzt noch einmal, in aller Deutlichkeit. Der Lord wollte dich, deshalb griff er an. Aber das ist nicht deine Schuld. Seki sprang auf und sprach mit entsetzter Stimme. Wie kann es denn nicht meine Schuld sein? Jede Wirkung hat eine Ursache. Wirkung? Angriff auf Erastu. Ursache? Ich. Beruhig dich. Selbstverständlich hat jede Wirkung eine Ursache. Was macht dich so sicher, dass du die Ursache bist? Seki antwortete vor Aufregung spöttisch. Keine Ahnung. Abgesehen davon, dass der Angriff erfolgte, kurz nachdem ich hier auftauchte und dass kein anderer Grund existiert. Mäßige dich. Setz dich auf deine 5 Buchstaben. Seki schluckte kurz und dann setzte er sich wie aufgefordert hin. Als er saß, sprach Lombus. Es gibt noch einen Grund, einen beträchtlichen. Wirklich? Ja, diese Universität ist noch sehr jung, da sie gerade mal 20 Jahre alt ist.
Sie wurde als große Lehrstadt der Illusionsmagie gebaut und dient zugleich als Heimat und Zufluchtsort für alle Illusionisten. Doch bevor es diese Universität gab, zu einer Zeit, wo Geldnot noch ein blühender Ort der Wirtschaft und des Wohlstands war, befand sich die Lehr- und Aufenthaltsräume der Illusionisten in aller Kelleretage im Schloss von Geldnot. Zu dieser Zeit gab es noch keine Shadow-Gilde, nur eine einfache Diebesgilde, die sich mit kleinen Betrügereien und Diebstahlen befasste. Zu dieser Zeit war Amtslager der Erzkanzler. Er war ein strenger, doch auch großherziger und barmherziger Mann, der jedem Menschen stets eine Chance gab und ihm vertraute. So ging es 17 Jahre und die Illusionisten hatten sich in dieser Zeit den allgemeinen Ruf von Amalaska angeeignet, da sie seinen Prinzipien folgten. Sie genossen großes Ansehen und fast jeder wollte ein Illusionist werden. Da der Erzkanzler in seiner Großherzigkeit fast jeden aufnahm, dauerte es nicht lange, ehe die Diebesgilde die Vorteile der Illusionsmagie für ihre Zwecke entdeckte und so stets versuchte, ihre Mitglieder in die Universität aufnehmen zu lassen. Amalaska war auch sehr weise und vertrat die Meinung, dass auch ein Dieb in seinem Herzen gut sein kann und es somit keine Gefahr darstellen würde, ein Dieb die Illusionsmagie zu lehren, wenn man ihn nur erziehen würde. Doch der damalige Lord Billy Bally, welcher der Vater von Lord Tralala war, vertrat diese Meinung nicht und verbat Amalaska die Aufnahme von Dieben in den Lehrkursen der Illusionsmagie. Doch Amalaska sah darin Ungerechtigkeit, sodass er sich stillschweigend der Anweisung des Lords widersetzte und gegen seinen Willen Diebe aufnahm, welche er doch streng beobachten ließ. Die Ereignisse, die Amalaska damit erzielte, waren verblüffend, denn jeder zweite Dieb ließ von seinem alten Beruf ab, während die andere Hälfte schon während der ersten Lehrzeit aufgrund von Verhaltensschüssen ausgeschlossen wurde. Doch wie so oft scheitert ein guter Plan an den einen Menschen, mit dem man nicht rechnet. Es war ein junger Mann im Alter von 14 Jahren mit dem Namen Asclepius, der sich Amalaska als Dieb vorstellte und um Aufnahme bat. Als Nachweis hatte er einen Brief, der vom Diebesgildenmeister Schleichauge persönlich verfasst worden war, sodass Amalaska zustimmte. Asclepius war ein talentierter und fleißiger Schüler, der aufgrund seiner höflich und Gelehrigkeit sowie der Tatsache, dass er nicht einmal die kleinste Regel brach, für Amalaska bald wie ein Sohn wurde. Er konnte ihm vertrauen und er sah in ihm seinen Nachfolger. So vergingen weitere 7 Jahre und Asclepius wurde zum Stellvertreter von Amalaska, der sich in seinen Zaubertalenten fast mit ihm gleichsetzen konnte. Eines Tages zog der Lord von Lord Billy Bally mit einem großen Heer gen Westen, um den Feenwald zu unterwerfen, sodass im Schloss nur noch ein Dutzend Wachen anwesend waren. Um für einen Angriff gerüstet zu sein, befahl der Lord, Amalaska seinen besten Illusionisten zur Verstärkung der Palastwachen zu schicken, woraufhin Amalaska ein Team von 21 Illusionisten unter der Führung von Asclepius zum Palast schickte. Obwohl kein Angriff auf das Schloss stattfand, wurde in der Nacht von den Wachen Alarm ausgelöst, durch den alle übrigen Illusionisten geweckt wurden. Unter Führung von Amalaska betraten sie die oberen Etagen und wie erschraken sie, als sie die vor Schmerz verkrümmten Gesichter der getöteten Wachen sahen, verteilt unter einer Handvoll toter Illusionisten auf dem Boden lagen. Sofort rannte Amalaska mit seinen Illusionisten zu den Gemächern des Lords, wobei sie noch auf einige Tote trafen, doch als sie die Gemächer erreicht hatten, sahen sie den Leichnam des Lords, wie er vor dem Thron zu knien schien. Im blauen Schein des 4. Mondes war zu erkennen, dass er auf dem Thron Asclepius saß, der seine Beine genüsslich übereinander auf den Leichnam des Lordes gelegt hatte und einen Kelch mit Wein in der Hand hielt. Nun wurde dem Erzkanzler klar, dass Asclepius all die Menschen getötet haben musste, sodass er und seine Illusionisten sofort zum Angriff übergingen. Doch Asclepius war darauf vorbereitet. Er sprach einen mächtigen Zauber, der eine riesige Wassersäule durch die ehemalige Bleiglasfenster schießen ließ, welche die Illusionisten gegen die Wand warf und die Stützsäulen des Schlosses zerbrach, sodass das Dach anfing, unter seiner ungeschützten Last langsam zu zerfallen. Asclepius gelang aufgrund seiner akrobatischen Fähigkeiten nur rechtzeitig die Flucht, ehe das Schloss in sich selbst zusammenfiel und die Illusionisten unter sich begrub. Nur Amalaska gelang die rechtzeitige Flucht, da er einen Zauber sprach, welcher ihn selbst in Wasser verwandelte. So erschien er vor Asclepius, welcher durch die Stadt zu fliehen versuchte. Während der Hetzjagd durch die Stadt verausgabten sich beide Zauberer mit ihren Zauberkräften und scheinbar schien keiner von beiden mächtiger zu sein. Asclepius gelang deshalb die Flucht in die Katakomben der ehemaligen Diebesgilde, die noch heute von euch Shadows als Versteck genutzt werden. Amalaska wusste, dass er die Katakomben nicht betreten durfte, da Asclepius hier in einem riesigen Vorteil wäre und er nur darauf warten würde. So sann er auf eine List. Mit seiner letzten Kraft sprach er einen mächtigen Zauber, welcher der Erde alles Wasser entzog, sodass die Katakomben voll liefen. Tot vor Erschöpfung brach er zusammen. Doch als am nächsten Morgen Lord Tralala wiederkehrte, welcher vom Erreichen des Waldes herbe Verluste hatte hinnehmen müssen, sodass er zur Flucht gezwungen war und das Ausmaß der Zerstörung sah, lief dieser sofort zur Diebesgilde, da er die Schuldigen vermutete.
Als er das Tor der Gilde öffnete, kam ihm ein Wasserschwall mit zahlreichen Toten entgegen, die erst nach 3 Stunden aufhörte. Unter ihnen war auch der Leichnam von Asleparius. So wurde dann Tralala zum Lord gekrönt. Nach einigen Wochen waren die Trümmer beseitigt und der Lord wies an, alle Sprüche der Illusionisten verbrennen zu lassen. Doch der beauftragte Kämmerer, unser jetziger Erzkanzler, kannte alle Details, da er zum Zeitpunkt des Geschehens noch ein Schüler war, der an jenem Abend des Verrats bei seiner Mutter zu Hause war und die beiden kämpfenden Zauberer verfolgt hatte. Darum ließ er es nicht zu, die Werke zu verbrennen, zog mit seinen Freunden aus und gründete hier unsere Universität. Eure Gilde siedelte sich erst 3 Jahre später anstelle der alten Gilde an, sodass jetzt jede der 3 Partien der anderen grundsätzlich misstraut. Der ehemalige Lord, weil er seinen Vater durch Diebe verlor und wir, weil wir verraten wurden, doch wir lernten zu vergeben. Und das ist der Grund, warum der Lord Erastu angriff. Zu einer Seite sah er nach Rache, auf der anderen Seite befürchtete er, dass die Geschichte sich wiederholen würde, da er nun in seinem einfachen Denken sah, dass ein Shadow, der mächtiger als ein Dieb ist, wieder in die Lehren der Illusionsmagie, welche ebenfalls mächtiger geworden ist, aufgenommen wurde. Das war seine Angst. Das ist eine tolle Geschichte gewesen, auch wenn sie grausam ist. Jetzt verstehe ich auch, wieso alle so ein Theater meinetwegen machen. Seki schaute erleichtert Lombus an und sprach weiter. Lombus, ihr vertraut mir doch, oder? Ihr wisst doch, dass ich kein zweiter Asclepius bin oder werde. Lombus zerwuschelte Sekis Haare und lachte leicht. Natürlich nicht, du bist kein zweiter Asclepius. Seki lächelte wieder. Danke, Lombus, dass ihr mir gezeigt habt, dass die Dinge nicht so finster stehen, wie es schien. Gern geschehen, doch nun leg dich hin, du hattest einen anstrengenden Tag. Aber eine Frage habe ich noch. Na gut, aber nur noch die eine. Ihr sagtet ja, dass Geltung in der Vergangenheit noch wohlhabend und wirtschaftlich erfolgreich war. Warum ist das jetzt nicht mehr so? Nun... Lombus machte eine kleine Denkpause. Ich weiß es nicht, aber es hat definitiv mit den Ereignissen aus meiner Erzählung zu tun, da erst seit diesem Tag die Armut und der Verfall in Geltnot einhielt. Kann es sein, dass die beiden Magier bei ihrem Kampf der Umgebung so viel Energie entzogen haben, dass Geltnot noch heute darunter leidet? Nein, das kann definitiv nicht sein. Das Anwenden von Magie verbraucht ja keine Energie, es wandelt sie nur um. Wenn der Zauberspruch nachlässt, so wird die dafür eingesetzte Energie wieder frei. Allerdings weiß ich auch nicht, was die Ursache sein könnte. Selbst ich weiß nicht alles. Mit diesen Worten beendete Lombus das Gespräch und legte sich hin. Und auch Seki kuschelte sich in seine Decke und schlief ein. Während der lauen Nacht zogen Wolken über das Land, sodass der Morgen sich nicht wie üblich mit einem glühenden Sonnenaufgang ankündigte, so als würde er wissen, was an dem heutigen Tag passieren werde. Durch die wenigen Sonnenstrahlen, die sich mühsam durch die Wolkenmasse drängten, wurde der Sensei in sein Gemach geweckt. Auch der Mann mit der Kutte erwachte in diesem Moment. Nachdem beide sich angezogen hatten, wobei keiner von ihnen Rüstung anlegte, sondern in ihren alltäglichen Kleider schlüpfte, ging sie in den Thronsaal, um auf die Großmeister zu warten. Der Sensei setzte sich auf seinen Thron und sprach, »Sagt, könnt ihr Rogue unsichtbar werden lassen? Sozusagen als Überraschung.« »Ich kann den Invisibelzauber auf ihn wirken, auch wenn er sehr groß ist, aber sobald die Illusionisten ihn bemerken, werden sie ihn wohl sofort aufheben.« »Er ist unsichtbar. Wie sollten sie ihn bemerken?« »Ja, meint abgesehen von dem Beben und den entsprechenden Geräuschen, die nun einmal entstehen, wenn tonnenweise Masse auf den Boden trifft?« »Der Punkt geht an euch. Aber sie werden ihn doch nicht schon bemerken, wenn wir loslaufen.« »Das nicht, aber Erastu liegt im Brachland, wo freier Sichtkontakt und so gut wie keine Hindernisse sind. Sobald wir dieses Terrain betreten, werden sie uns auf die Schliche kommen.« »Das ist mehr als ausreichend. Macht ihn unsichtbar, sobald wir abmarschieren. Er wird die Vorhut bilden und das Hauptfeld und die Nachhut.« Während der Sensei diesen Satz sprach, musste er grinsen. Er fand diesen Witz angemessen, doch der Mann in der Kutte empfand Abscheu gegen solch einen Galgenhumor. Doch er unterdrückte seine Gefühle und fragte in gewohnt lässigen Ton, »Wozu?« »Wie wozu?« »Wozu ihn unsichtbar machen? Er wird Erastu plätten, ob sichtbar oder nicht.« »Na, als Überraschung, als kleiner Gag sozusagen.« »Ihr wisst, dass ihr ein grausamer Sadist seid, oder?« Ehe der Sensei antworten konnte, betraten alle Großmeister bis auf Yuzi den Thronsaal. »Wo ist Yuzi geblieben?« fragte der Sensei. Einer der Großmeister antwortete, »Er ist bereits im Innenhof. Er hat die Soldaten geweckt und aufstellen lassen und erwartet euch bereits.« »Ich mag den Kleinen«, sagte der Sensei im lächelnden Spott, woraufhin alle den Raum unter seiner Führung verließen und den Innenhof erreichten. Dort stand bereits Yuzi vor dem Heer, welches aus 20 Wachen, 300 Schwertkämpfern, 200 Lanzenkämpfern und etwa 80 Bogenschützen bestand. Jede Einheit stand formiert in einer Viereckformation, an deren Spitze ein Bannerträger stand.
Der Sensei stellte sich neben Yuzi und fragte diesen mit einem verwegenen Grinsen: Nun, sind über Nacht aus den Bauernkriegern geworden? Yuzi blickte ihn ernst an und lehnte seinen Kopf leicht nach hinten und deutete mit seiner Hand an, dass der Sensei sich zu ihnen lehnen sollte, was dieser auch tat, sodass sie beide leicht weggedreht von den herstanden. Sensei, diese Leute sind noch lange keine Krieger, genauso wenig wie wir. Der Sensei zuckte mit seinen Schultern. Was soll's? Ruck wird die Arbeit erledigen. Aber wozu brauchen wir dann überhaupt Männer? Ach Yuzi, wenn wir die Universität zerstören wollten, bräuchten wir nur Ruck. Aber wir wollen sie ja einnehmen, deswegen müssen wir dafür sorgen, dass jeder der Sinisterin verschwindet, ohne dass wir Erastu zerstören. Ruck wird uns einen Eingang schaffen und unsere Männer werden dann die Illusionisten beseitigen. Yuzi dachte einen Moment nach und nickte dann. Okay, und wie soll die Marschaufstellung sein? Ruck wird führen. Wir werden ihn aber nicht sehen. Erkläre das den Männern, damit sie sich nicht fürchten. Nach Ruck werde ich folgen und du und deine Männer direkt hinter mir. Die Reihenfolge ist mir gleich. Wenn wir das Brachland erreichen, werden wir uns erst formieren. Wir haben hier unterwegs keine Angriffe zu erwarten. Yuzi nickte abermals und drehte sich zu den Heer um und erklärte ihnen schreiend, was der Sensei ihnen aufgetragen hatte. Die Großmeister gesellten sich währenddessen zu Yuzi und der Sensei schritt an den Heer vorbei Richtung Markt, wo am Tor schon der Mann in der Kutte wartete. Wortlos stellte er sich neben ihn und wartete ab, bis Yuzi mit seinen Erklärungen fertig war. Dies bemerkte er, als sich die Armee zu ihm umdrehte und Yuzi sich an deren Spitze begab. Der Sensei lehnte sich daraufhin zu dem Mann in der Kutte und sprach: Ist Ruck unsichtbar? Sagt ihr es mir. Was ist denn das wieder für eine unnütze Antwort? Der Sensei erhob seine Hand und fuhr mit ihr ärgerlich nach vorn. Wenn er unsichtbar wäre, könnte ich ihn eh nicht sehen. Aber die Tatsache, dass ich ihn nicht sehe, heißt ja noch lange nicht, dass er unsichtbar ist. Der Mann in der Kutte deutete auf den Marktplatz. Seht genau hin, dann könnt ihr auch das Unsichtbare sehen. Der Sensei, der den Mann bis dato noch grimmig anschaute, wandte seinen Blick ab und ließ ihn auf den Marktplatz schweifen. Er sah nichts Ungewöhnliches, nur Häuser, einige Karren und... Doch, da war etwas. Der Boden des Marktplatzes, der aus Pflastersteinen gefügt war, schien gewölbt zu sein. Der Sensei schaute noch schärfer hin und nun erkannte er, dass die Pflastersteine im Zentrum tief in den Boden gedrückt waren und jene Pflastersteine, die am Rand des Marktes waren, sich nach innen erhoben hatten und wie unter einer Art statischer Spannung standen, wodurch sie so wirkten, als wollten sie geradewegs aus dem Boden springen. Der Sensei begann zu grinsen und sprach: Das ist gut, sehr gut. Wirklich ein Meisterstück. So ein unübersehbares Wesen übersehbar zu machen, das ist wahrlich starke Magie. Danke. Ertönte es kühl von dem Mann in der Kutte. Nun, lass die Marionette mal schön loslaufen. Der Weg ist ja wohl klar. Der Mann in der Kutte streichelte das Amulett und der Boden des Marktes verlor die statische Spannung für einige Sekunden. Dann ertönte ein lautes Krachen. Der Sensei blickte in Richtung des Krachens und sah, dass zwei kleine Häuser in sich zusammengestürzt waren. Doch diese Formulierung trifft es nicht genau. Die Häuser wirkten nun wie zwei Aluminiumbälle, nachdem sie eine Autopresse passiert hatten. Der Blick des Senseis wandte sich zornig zu dem Mann in der Kutte. Erastu soll deine Marionette glatt machen, nicht meine Stadt. Verzeih, das war keine Absicht. Ertönte es gelassen von dem Mann in der Kutte. Hast du mal an die Familien gedacht, die vielleicht in den Häusern lebten? Ich dachte so sehr an sie wie ihr. Das heißt? Ich dachte nicht an sie. Ihr betrauert doch gar nicht diese Bauern. Es ist bei euch doch nur der Zorn über den Verlust eines kleinen Teils eures unrechtmäßig erlangten Eigentums. Moment mal. Wie ich Lord geworden bin, ist erstmal ganz egal, klar? Keine Ausflüchte, das waren meine Häuser. Ach, und ich dachte, die Häuser hätten den Familien gehört, die eventuell darin lebten. Ich bin der Lord. Die Familien sind meine Bürger, also ist ihr Eigentum auch mein Eigentum. Das sehe ich anders, aber egal. Soll ich Ruck weiterziehen lassen? Ja, aber passt mir auf, dass er nicht noch mehr kaputt macht. Der Mann murmelte leise Worte und sofort darauf erhob sich eine Staubwolke aus den Trümmern der Häuser, die wie durch einen Sog in den Himmel gezogen wurde. Dann schien Ruck endlich die Wiesen seitlich des Marktes erreicht zu haben. Der Sensei begann den Marsch, gefolgt von den Großmeistern und dem Heer. Ein älterer Schwertkämpfer, der schon die ganze Zeit kaute und einen gleichgültigen Eindruck trotz Ruck machte, sprach zu seinen ebenso unbeeindruckten Nachbarn: Gut, dass wir keine Illusionisten sind. Jo, das ist das zweitgrößte Ungeheuer, was ich je gesehen habe. Hä? Was ist denn das größte Ungeheuer, was du je gesehen hast? Meine Frau. Beide lachten leicht und liefen dabei gehorsam den Sensei hinterher. Richtung aufsteigender Sonne, Richtung Erastu, Richtung Kampf.